Why Titty? Ich habe lang nachgedacht, mich im Netz schlau gemacht, wie man eine Frau anmacht. Heute ist meine Nacht, ich fühl mich stark wie ein Stier. Wär sie doch jetzt bloß hier, ich besorg es ihr. Plötzlich steht sie vor mir. Bloß nicht in die Hose pissen, kannst du schwimmen, will ich wissen. Wieso fragst du das? Ich würd dich gern ins Becken stoßen. Au, nicht schon wieder, das ist doch crazy. Hier hast du meine Nummer, bitte call me maybe. Nee, ganz bestimmt nicht, du Nerd bist crazy. Hau lieber schneller, sonst ruf ich mein Baby. Ich wollt dich aber fragen, kommst du aus Polen? Wie kommst du darauf? Du hast mein Herz gestohlen, bist du versichert? Denn ich hab ne Beule und gleich ne zweite. Wieso? Keule! Ich fühle mich so allein, bin wohl einfach zu klein. Mädchen sind so gemein, wann loch ich endlich ein? Mir fehlt wohl einfach der Charme, bin nicht im Ansatz spontan. Die Sprüche kommen nicht an, du brauchst halt bessere Mann. Dann müssen halt andere her, Mädchen gibt's wie Sand am Meer. Kennst du die vier Härte gerade? Klein, mittel, groß, mein Pimmel. Au, nicht schon wieder, brech mir doch nicht alle Glieder. Nein, nur eines, und das wächst nie wieder. Ich weiß genau, dass du mit mir spielst. Hat das weh getan, als du vom Himmel fielst? Du bist meine Beute und ich der Jäger. Spielst du Baseball? Probier mal meinen Schläger. Au, nicht schon wieder, das ist doch crazy. Hier hast du meine Nummer, bitte call me maybe. Ich frag mich echt, ist deine Mama Terrorist? Weil du ne Bombe bist, weil du ne Bombe, Bombe bist. Der Spruch ist wirklich zu alt, das ist doch Mist. Und wenn es kein Spruch ist, ganz ehrlich, du bist ne Bombe. Vielen Dank für alle Anmachsprüche, die ihr mir für diesen Songtext geschickt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch was schicken. Und zwar eure Nummer. Auf den Kontakt. Kennt ihr Anmachsprüche, die wirklich funktionieren? Beziehungsweise, Ladies, wie würdet ihr denn gerne angemacht werden? Schreibt's in die Kommentare. Weiter geht's entweder mit Skyrim in Real Life von Gronkh gezockt. Oder ihr seht euch unsere Parodie auf Mainstream Dubstep bzw. Alex Claire an. Wählt wie immer weise. Wir sehen uns vielleicht mit eurem Kommentar am Mittwoch. Ansonsten am Freititag mit einem interaktiven Video. Tschüss!